Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Traindriver 2 FTL Video. Heute sind wir in der Station Falevo. Das geht von zweigleisig, ein Anschluss, auf zwei eingleisige und ist voll mechanisch. Dachte ich mal, das wäre mal was ganz Interessantes. Ja, in dem Bahnhof haben wir zwei Stellwerke. Das wäre hier FL1 und da sitzt ja schon die Hebelbank im Hintergrund. Bisschen was Größeres und auf dem anderen Ende das andere Stellwerk. Und das Besondere an der Station ist, also das richtig Schöne ist, wir haben hier mechanische Signale, also Semaphor-Signale. Da sehen wir sie gerade. Das heißt, es wird hier richtig schön klackern, wenn wir hier die Signale auf und zu machen. Gut, ich zeige euch ja hier mal den Bahnhof. Ist eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Wir haben da einen Bahnsteig und haben links und rechts ein paar Ausweichgleise. Wir haben jemanden, der offensichtlich viel Spaß hat hier am Verlad. Warte mal, ist das in dem... Okay, also diese Rohre, glaube ich, sollten vielleicht so nicht aussehen. Aber okay. Also hier, LKW-Verlad. Große Fabrik hier. Mit großen Schornsteinen. lass uns mal weiter nach hinten gehen. Das Gleis ist ein bisschen rostig hier. Und ein bisschen zugewachsen. Geht's hier weiter? Kann man nachsehen. Könnte ich da theoretisch was reinschicken? So, Gleis wäre da. Wie weit geht es? Hier ist dann Schluss. Okay, ich erkenne gar nichts. Alles klar. Also Buffer ist da. Theoretisch könnte da was reinfahren. Gehen wir mal zurück zum anderen Stellwerk. Ah, oh, ist das nicht schön hier? Die alte Technik. Vielleicht sollte ich das als Thumbnail nehmen. Ich mach gerade mal ein Foto. So, Foto ist gemacht. Södele. Und da werden die zwei Bahnsteige. Einmal halbwegs normal breit. Hier geht's auf die andere Seite. Wo der Herr hier wartet. Ja, die ist so ungefährlich hier. Und diesen kleinen Bahnsteig da. Ich weiß nicht. Das muss viel breiter. Das ist ein bisschen zu schmal. Also wir hätten hier jetzt drei Gleise, wo hier Personenzüge anhalten könnten. Das sieht nach dem Bahnhofsgebäude aus, wenn man das so nennen darf. Inklusive Ticketschalter. Kasse Biletova. Mit Fahrplan da oben. Und noch einen netten Parkplatz hier. Inklusive den obligatorischen Bus. Da geht es vermutlich ins Dorf rein. Eigentlich wäre das so ein Industrieanschluss noch irgendwie ganz gäbig da. Irgendwie da hinten so rein. Haben wir denn hier noch ein paar Easter Eggs oder sowas? Hast du was verloren? Okay, Industrie. Sehen wir da hinten noch was? Nö. Okay. Aber ich glaube, ich werde die Zeiten hier anders einstellen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal. Den Eggcycle können wir eigentlich ausmachen. So, dann ist hier hell. Dann seht ihr ein bisschen mehr. So, zurück zu den Gleisen. Und da wäre die andere Seite. Und das ist eben der zweigleisige Anschluss hier. Dann wären wir einmal die komplette Seite abgegangen. Auch ein bisschen grün hier. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Stellwerk rein. Wo ist die Türe? Tür. Da ist die Tür. Sehr gut. Also, unser Ausblick. Einmal hier zweigleisig.
runter zum Bahnhof. Eigentlich einen ganz guten Blick hier. Und so sieht das Ganze auf der Karte hier aus. Also wir sind jetzt hier links. Und da geht es dann zweigleisig in die zwei Richtungen rein. Alles sehr schön beschriftet. BB, PK und IB. Ja, ich glaube, damit sollte man zurechtkommen. Ausfahren könnte man von da, nicht von hier. Von da, nicht von hier. Also gut, halt mit Befehl. Und auf der anderen Seite können wir Gleis 3, 2, 4, 6, 8 mit Befehl. Und dann haben wir hier noch Signal für Gegengleis, wenn es denn sein müsste. Ja, ganzen Weichen hier sind 1, 2. SZ hier für das Gegengleis. Ja, überschaubar. Schauen wir uns mal das andere an. Moment. In dem waren wir gerade. Ja, da hat es ein paar mehr Hebel hier. Aber es ist schön, als wenn es so viele sind. Ganze Signale, nichts für Gegengleis. Warum auch? Weil eingleisig hier. Und ja, die ganzen Ausfahrten. Mensch, da können wir ruhig ein bisschen spielen hier. Ja, nachdem ich das jetzt nicht im Livestream mache, sondern jetzt so für mich, kann ich das ein bisschen gut schneiden. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und sehen uns, sobald der nächste Zug kommt, und machen wir den die Fahrstraße. Also, für euch nur ein kleiner Schnitt. Bis gleich. So, liebe Leute, mittlerweile habe ich zwei Fahrpläne bekommen. Mittlerweile habe ich einen Fahrplan bekommen, da war gerade noch ein zweiter. Kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Jedenfalls um 10.03 Uhr haben wir hier diesen Regionalzug von BB nach EB. Schauen wir uns das mal ganz kurz im Plan an. BB, einmal von da nach EB. Sprich, da werden wir nicht sehr viel machen müssen von Signal P auf Gleis 2, von Gleis 2 nach EB. Und wenn wir hier mal schauen, von P nach 2, wenn wir das mal, könnten wir das eigentlich schon mal aktivieren, das wäre dann RG11. Bis RG11, ja. So, wunderbar. RG11. Und damit warten wir jetzt noch. Ah, jetzt ist der zweite Zug wieder da. Kommt kurz danach. Der kommt von EB und will nach PK. Und wird hier auch kurz halten. Sprich, EB nach PK. Kommt von da. Fährt noch darunter. Da werden wir ein bisschen mehr machen, denn den Kollegen werden wir auf Gleis 3 schicken. Also für den Baby-Typen ist schon mal vorbereitet. Baby, Baby. wir gehen nach FL. Zweigleisig. Ich möchte von Signal A auf Gleis 3. Signal A auf Gleis 3, 5, 7 und RG1 und RG4. 5, 7, RG1 und RG4. Also wäre vorbereitet. Da müssen wir eigentlich nur noch drücken und Signal geben. Dann fährt der auf Gleis 3 ein und von N geht es dann nach PK. Gehen wir also in FN1 wieder rein. N auf PK, N to Route PK wäre RG6 nur. Wo ist RG6? RG5? RG7? Ach da, RG6. Kann ich nicht. 27, 26 im Plus. Warum nicht? Wegen RG11 jetzt. Warum kann ich dich nicht trotzdem ziehen? Na gut, nicht so schlimm. Dann machen wir das, wenn er dann da ist. Beziehungsweise bezüglich Abfahrt. Wir haben beide die gleiche Abfahrt. Aber der eine kommt ein bisschen früher rein. Dann können wir das dann auflösen, wenn er dann von BB gekommen ist. Und dann sollte man die Ausfahrt für PK machen. Müssen wir einfach daran denken, dass wir Kno noch anfragen. Oder Kno. Ich spreche sowieso falsch aus.
Ja gut, wir haben sie jetzt 9:39. Ich denke mal, die Anfrage wird bald kommen. Da ist noch nichts diesbezüglich da, aber wir werden weitestgehend mal vorbereitet. Okay. Ich hasse es, wenn er da einfach mal was macht, ohne dass ich das proaktiv gemacht habe. Dann sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt wieder, wie die Züge dann da sind. Also, bis gleich. Okay, wir wurden soeben angefragt, ob er frei ist und wir schreiben in Free auf Baby. Ja, und der zweite Fahrplan ist halt schon wieder verschwunden. Warum auch immer. Dann warten wir, bis jetzt Baby als Blockanfrage kommt. Dürfte dann hier auftauchen und müssen wir dann hier bestätigen. Hier drin geht's ja nicht. Und da klingelt's. So, einmal annehmen. Nochmal doppelt kontrollieren. Der bleibt hier 9 Minuten stehen bis 10, 12. Okay, BB Signal. D. Na, P. P. Wie ich gesagt, P auf Check. Moment. Ja. Einmal so. So, und das Signal da hinten ist auf. Sehr gut. Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch die Ankunft abwarten. Dann können wir für dich schon mal... Habe ich nicht schon die Ausfahrt für dich auch schon vorbereitet? Du kommst auf Gleis 2 nach EB. Das wäre D nach EB. Was vom Signal C? D nach EB, RG1. RG1. D nach EB. D. Gute Sache. Ja, ich lasse mal drin. Und wenn dann soweit ist, machen wir die Anfrage nach AK und geben ihm die Ausfahrt. Bis dahin stellen wir uns mal hier hin und warten auf den Zug, dass er kommt. Hoffentlich pünktlich. Also, für euch nur ein kleiner Cut. Okay, der Zug ist da. Level 20, sagen wir mal hallo. Mal sehen, wie gesprächig er ist. Ja, vermutlich nicht so. Oh, im mechanischen Stellwerk ist es noch mega praktisch, dass man hier unten nur sieht, wo der Zug hin muss. EB. Alexander Kojaski. Ich weiß halt nicht, wie lang der Anschluss da hinten ist. Aber der Anschluss da unten, das ist das Schönste. Weil da kann man hier zumindest vom Stellwerk schön den Zug beobachten, wie er da reinfährt. Und schöne Fotos machen. Schön wäre es, wenn dieser Masten da nicht da wäre. Gut, man kann sich natürlich da vorne hinstellen ins Grüne für Fotos. Und, oh, da ist er. Och, das ist ein Kiebel. Sehr schön. Ein bisschen ruhig. Hat er schon aufgelöst. Ist ein bisschen fies hier. So. Ciao, Kollege. Dann können wir hier mal das Signal wieder zurücknehmen. Wunderbar.
Ist eingefahren. Wann gehst du zurück? Jetzt. Sehr gut. Und dann können wir auch das wieder zurücknehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt auf den Bahnsteig an. Wir gehen in das andere Stellwerk. Moment, das war FL. Und dann werden wir hier die Ausfahrt vorbereiten. Wir haben sie jetzt, 10.04. Alexandro, könnten wir eigentlich schon mal anfragen? So, da habe ich jetzt auch noch einen zweiten Fahrplan, 10.53. Ja, das hat wie so eine Trockending. Gott, gestern habe ich den Livestream gehabt nach Leka, das ist über 5 Stunden. Da haben wir dann noch ein Watch Together gemacht, was eigentlich ganz gut angekommen ist. Ja, 10.56, der 3 Minuten hält, der Alexander Kajaski OC. Sagen wir mal Hallo, also Kajaski OC. Doppel kontrollieren, ja, OC. Verbinden. Ah, ist eine Nische frei. Okay. Ja, dann warte ich mal im Chat, bis dann frei wird. Haben wir noch ein paar Minütchen. Also Gegengleis möchte ich hier echt nicht machen. Das fände ich doof. Wie werden das eigentlich, wenn ich jetzt von 2 EB Gegengleis. Was habe ich da für Pfade bei B? Die habe ich nur 1. SC2N, SC2N ist da oben. Ja, da müsste ich ihm einen Befehl geben für Gegengleis. Und die Fahrstraße manuell einstellen. Ja, nö, bitte nicht. Einkommen ist da ein bisschen leichter. Na gut, ich würde sagen, ich mache nochmal so ein... ich mache keinen Cut. Alexander Kojaski OC ist soeben frei geworden. So, Alexander Kojaski OC verbindet VBL. Na, nimmst du an? Komm schon. Yeah, hat angenommen. Cool. Also das wäre B auf EB, haben wir gesagt. Ah ja, genau, ich habe es ja schon eingestellt. De. Oh, da hat man es auch gehört. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ausfahrt hat er. Sollen wir uns rausstellen für die Ausfahrt? Nettes kleines Ding. Kann ich da rauf? Kann ich da rauf? Das probiere ich jetzt gerade mal. Ja, also ich glaube, das wird nichts. Schade eigentlich. Mensch. Gut, von hier oder von da? Ne, von da. Ja. Oder, na, wisst ihr was? Wir gehen weiter nach vor. Dann können wir das Signal noch ein bisschen beobachten. Ah, die Dinger sind so riesig. Okay, 12 nach, sind noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, für euch gibt es da einen kleinen Cut, wenn er abfährt. Wunderbar, jetzt ist er am Abfahren. Wir haben auch schon die Abfahrtsmeldung kommen und wir sehen schon, da haben wir ein paar mehr Züge bekommen. Sehr geil, machen wir die Abfahrtsmeldung. So, die Porrit.
Und dir gehen wir mal den hier. Hat er gut gemacht. Ciao. Bye. Warum? Na gut. Falsches Stellwerk. Gestellwerk. So, dale. Nehmen wir das wieder zurück. Oder das auch. Hätten wir mal wieder aufgeräumt. Ciao, mach keinen Blödsinn da hinten. Also, schauen wir uns mal die neuen Fahrpläne an. Der Typ ist nicht da. Hoffentlich kommt er wieder. 10.53. Und das ist ein Güterzug. Und der fährt von EB nach BB. 10.47. Das heißt, von links nach rechts oben. Ich würde sagen, den lassen wir auf Gleis 1 einfahren. Und von M dann hier so nach oben. Sollte machbar sein. Und da kommt SWDR. Achso, nur die Bestätigung. Ja, gut. Dann sehen wir uns in Kürze gleich wieder. Für mich sind es ein paar Minuten, für euch nur ein Schnitt, wenn wir da den Güterzug vorbereiten werden. Bis gleich. So, liebe Leute, kleines Update. Wir bekommen jetzt hier noch einen Express um 10.33 Uhr von IB nach PK. Soll heißen, von da links nach rechts unten. Wir werden das jetzt schon mal vorbereiten. Paro hat noch nicht geblockt, aber trotzdem. Von A auf Gleis 3. A auf Gleis 3, 5, 7 und 9, 5. 7. RG1 und RG4, glaube ich, war es. Oder? Ja. Ist dann der hier. Dann warten wir hier noch auf die Freigabe. Und nachdem der auf PK fährt, von N nach PK. Was hättest du gern dafür? Von N nach PK wäre es RG6. RG6, wo bist du? Da. Und Enter Route PK. Hä? Achso, nach oben. Sehr gut. Route PK. Ja. Dann wäre das soweit vorbereitet. Dann müssen wir eigentlich dann nur noch Lisco anfragen. Werde das schon mal vorbereiten. Ist 3-4. Nächster Zug. 4455. Fragezeichen. Lisco. Wo bist du? Da. Level 10. Ja, das ist schon mal drinnen. Und der hat schon mal 4 Minuten Verspätung. Warum? Eine Blockanfrage. Paro, was ist los bei dir? Paro. Mir springt es gerade nicht ins Auge. Ach da. Nur ein Zug und Verspätung. Nur den Zoll verspätet. Na, Zoll ist pünktlich weg. Okay. Aber wir sind vorbereitet. Und dann kommt der Güterzug, den noch eben machen wir auf Gleis 1. Dann fährt er da einfach durch. Ja, so der Plan. Ich würde sagen, warte mal, um 7.30 Uhr kommt er jetzt, theoretisch. 7 Minuten ab jetzt. Ja, läuft.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es klingelt. Und da klingelt's. Einmal annehmen mit Kotz. Sehr gut. Dann Einfahrt. Das, Moment. Auf die 3. Sehr gut. Dann hätten wir die Einfahrt. Und als nächstes fragen wir Lisko an. Wollen wir nochmal schauen. Ja, es war Paro. Lisko. Schauen wir, was er dazu sagt. Sollte er eigentlich annehmen. Und dann kann der Junge durchfahren. Sagt noch nichts. Ah, diese neue Tastatur, das ist so ein Krampf. Eigentlich hätte ich auch nur 1 einfahren lassen können und dann runter. Aber ist, was ist. Lisko sagt, ist frei. Lisko TV. Also Pika, Lisko TV. Lisko TV. Anfragen BL. Anfrage ist raus. Und angenommen, wir gehen mal FL1. Okay. Machen wir den hier und den da. Und Signal sollte offen sein. Ist es auch. Sehr gut. Gehen wir wieder auf FL. Und erwarten die Ankunft vom Expresszug. Wunderbar, da ist der Zug da. Das freut mich. Und zwar genauso, wie es der Fahrplan angekündigt hat. Um 37, da mit der Verspätung. Da kommt er. Oha, das ist wirklich kurz nach dem Spawn da hinten. Ah, ist es gut zu wissen, dass man da hinten nicht sehr viel Zeit hat, wenn der Zug spawnt, bis er dann da ist. Ah, der wird gleich auf 40 runter müssen. Ey, was ist da los? Zu schnell fahren. 1 km/h zu viel. Meldet man gleich der Eisenbahndirektion. So, und sobald er über den Einfahrtsignal ist, werden wir den Block auflösen. Möchtest du vielleicht bremsen? Schnelles Bremsen. Ja, ich hab's doch gewusst. Okay. Wir mal schnell den Block auflösen bei EB. So, du bist noch offen. Ja, was war da hinten? So, dann nehmen wir den ganzen Spaß hier wieder zurück. Und gehen ins andere Stellwerk. Ist er. Machen wir schnell die Abfahrtsmeldung. 455 für Lisko. Wo ist es? Da.
Audit. Können wir das auch hier abstempeln? Oh, tschüss, Kollege. Gute Fahrt. Legst den Daumen nach oben, obwohl du zu schnell gewesen bist. Oh ja, schön in die Kurve da rein. Sieht schon nice aus hier. Okay, tu mal hier bitte aufräumen. So, Signal zurücknehmen. Und das hier. Achso, Fahrstraße. Gehst du rauf? So, hier. Ebenfalls wieder aufräumen. Alles wieder zurück auf Ursprung. Das ist wieder zu schnell. So, nächster Zug. Güterzug. EB nach BB. Sprich, Einfahrt auf Gleis 1. Und dann nach Bibi. Also wäre das A nach Gleis 1. A nach Gleis 1, RG1 und RG3. RG1 hätten wir hier. RG3. Hup. Hätten wir das schon mal. Dann wieder die beiden hier. Und dann gehen wir FL1. Wenn der dann hier ankommt, dann wäre das M nach BB. M nach BB. Nur, was? Nur 28? Ja. Okay. Okay, ja, macht Sinn. Ja, doch, passt. Ja, gut, 28. 28. Da klingelt's. Ach so, das war Lisco, was aufgelöst hat. Dachte schon, es wäre der Güterzug. Wo war ich? Was war das für Signal? M. M noch Bibi. M2 dann. Okay. Ja, uhrzeittechnisch, es ist 42, 47 soll er da sein. Also dürfte es dann jeden Moment klingeln. Wir gehen wieder in das Stellwerk, wo er dann auftauchen wird. Ich würde sagen, für euch gibt es mal wieder einen kleinen Cut, bis es soweit ist. Okay, liebe Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Es ist jetzt 10.52 Uhr. Der wäre geplant gewesen um 47, dass er da ist. Und Rudnik hat ja noch nicht mal gemeldet, dass er abgefahren ist. Ich habe mal nachgesehen. 182231 steht nach wie vor in Rudnik. Rudnik ist ein Elki mit dem tollen Namen Diesel 4 Star. Hat zwei Züge. Der Güterzug ist Level 2. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber ich glaube, wir werden den vermutlich auf das Abstellgleis schicken, Gleis 6, wenn er denn überhaupt kommen sollte, mit der Verspätung. Okay, wir nehmen das erstmal alles hier wieder zurück. So, das wäre A auf die 6, was brauchst du dafür alles? A1, 2, A auf die 6. 1, 4AB, 4CD, 6AB, 6CD, RG2. Oh, das wären ein paar. Einmal da so rüber. Auf die 6. Und das wäre dann Signal K. Einmal wieder hier runter. Aber da oben geht er mir nicht im Weg um. Na klar, ich könnte ihn natürlich auch einfach geradeaus reinschicken. Aber wenn er da nicht weiterkommt, blockiert er das Gleis da. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass er dann wieder im Fahrplan von hinten kommt, muss ich dann den anderen Zug umleiten. Das ist uncool. Also dem Güterzug, der soll sich nicht beschweren. Aber ja,
Er fährt. Also 9 km/h, aber er fährt. Wurde jetzt da was gemeldet? Nein, natürlich nicht. km/h, LN2. Ja. Gut. Werden wir sehen. Dann habe ich noch den Zug um 12.02 Uhr. Er ist bis 13.11 Uhr unterwegs. Ja, ist eine kleine Wartezeit für mich, aber nicht für euch. Ja, ich mache hier einen kleinen Cut wieder und sollte der Güterzug tatsächlich kommen, dann werden wir vorbereiten für den. Bis gleich. So, der Güterzug ist tatsächlich gefahren und Otwoko fragt nicht mal an für die Verspätung. Ah, das macht man nicht bei so einer Verspätung und es ist ja nicht mal abgestempelt. Okay. Gut, dann machen wir das Ganze mal von A nach Gleis 6. A nach Gleis 6, 1, 4AB, 4CD. AB, CD. Was brauchst du noch? 6AB, 6CD. 6AB und CD. Sonst noch was? RG2. Was ist RG2 da? Okay. Einmal so. Und Einfahrt. Dann wäre das gemacht. Ah, warten wir auf den Güterzug. Das wird super werden. Da haben wir noch 1142. Ein Zug. Auch ein Güterzug. Ah, die fahren alle die gleiche Richtung. Sehr langweilig. Doku, warum tust du nicht stempeln? Level 5. Nee, halt. Einmal so. Und dann fangen wir mal, oder tun wir vorbereiten für Falevo. Oh, stimmt. Bezüglich vorbereiten, FL1. Fahrstraße löschen hier. Ja, das wäre dann K auf BB. Signal K zu Bibi. Wenn wir dann machen, wenn er dann da ist. LCS Perzo. Ja, hier. Also. Eins, acht, zwei, zwei, drei, eins. 11.10 Uhr soll der da sein. Plus 23 Minuten Verspätung. Ja, läuft. Jetzt ist Perzo. Hat keine Züge. Soll ich? Soll ich? Soll ich nicht? Ja. Ich glaube, ich warte in dem Fall jetzt wirklich, bis er da ist. Ich weiß nicht, wie der drauf sein wird. Okay, liebe Leute, kleiner Cut für euch, bis der Zug da ist. Da bin ich wieder. Der Zug müsste jetzt jeden Moment da sein. Es ist jetzt 8 nach. Mach jetzt mal Perzo an. Also sagt der 182, der ist damit 36 Stundenkilometer unterwegs. Mal schauen, was Perzo davon hält. Währenddessen gehe ich ins andere Stellwerk.
Er darf nicht weiterfahren. AF, MPI und RW. War auch blöd, ne? so, dann. Okay. Let me know. Sehr gut, dann macht Schermin und Herzo. Wunderbar, gibt Bescheid. Und dann werden wir hier einmal gleich viel Spaß haben, den Zug zu beobachten, wer da über alles drüber fährt. Wann funktionieren die Anzeigen eigentlich mal wieder richtig? Das wäre ein Fest, wenn das wieder funktionieren würde. Ja, nichts vergessen. Glaube ich zumindest. Mr. Kollege, 1832 Kilometer noch. Nein. Eine Kaffeemaschine wäre hier nicht schlecht. Stichwort Kaffee, ich habe nochmal den letzten Schluck. Ich glaube, wenn er dann da ist und länger warten muss, werde ich mal schnell zur Kaffeemaschine gehen und mir einen Kaffee machen. Gibt doch nichts Geileres als Kaffee. Ja, wobei, so eine heiße Schokolade mit Sahne drauf und so Schokostreusel. Da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Könnte eigentlich soweit machen, ich habe noch keine Sahne da. Ja, okay, ich könnte sie selber machen. Ich hole mir einfach die Rohmilch vom Bauern und mache mir dann selber Sahne. Aber der, das wäre jetzt Aufwand. Ich bin gerade faul. Junge, tauch auf. 0,3 Kilometer noch. Wie schwer ist der eigentlich? 750 Tonnen? Darfst du da nicht 70 fahren? Dann schauen wir mal schnell in die Grenzlasttabelle. EU07? Darfst 70 fahren? Was schleicht er so rum? Und da ist er. Du hast Gas gefunden. Ob er vielleicht den zweiten Vorhebel nicht gefunden hat? Das wäre nicht der erste Kandidat. So. Due to your delay, you have to wait at the station. A moment until the next station is free. Dann weiß er schon mal Bescheid. Was wird man, dass er hier zu schnell reinfährt? Wollen wir nochmal kurz abladen? Jo. Ist jetzt mal da. Und auf Warten. Adopted. Also Google Translate nutzt. TMS Tovarovi kommt dann noch 39 auf und da hinten auf Bibi. Gut, da haben wir noch gut Luft. Sollte man den davor eigentlich noch wegkriegen. Oha. 65. Die Spannung steigt. Größere Zoom wäre jetzt gar nicht mal so doof hier. Junge, du musst runter auf 40 müssen.
Es kann natürlich auch sein, dass ihr hier voll verbremst und dann bleibt ihr hier einfach stehen. Und für den Fall, dass man es gehört hat, sorry, das war mein Handy. Oh, immer noch. Ah, jetzt fängt er an zu bremsen. Geht doch. Junge, du bist so schnell. Du hast beide Panthers oben. Drei Kohle. Was auch eigentlich der vordere. Oh, bleibt der. Er bleibt stehen. Das wird ein Fest. Junge, bei sowas muss nicht stehen bleiben. Gott sei Dank habe ich jetzt hier die Station nicht voll mit Farb nehmen. Das wird mich gerade schon wieder triggern, sowas. Junge, Gas geben! Bremse auf Anschlag, hä? Oh, wer der da seinen Spaß hat? Chat, gibt es was Neues? Nein. Oha! Er fährt. Okay. NCS Perzo FBB. NCS Perzo BB. BBL. Wir müssen ins andere Stellwerk. Von K auf BB. Wo haben wir hier K auf BB? 22 AB, CD. Okay. 22 AB. Jetzt wieder. Oh, habe ich es falsch jetzt genommen. LCS Perzo. LCS Perzo. RW, Entschuldigung. LCS Perzo RW. LCS. Missklick. Sei. A, B, C, D. 23 A, B. Was war das noch? Na, warte mal. 23 C, D war das. CD und welche Clams? 5 und 7. Das ist die 7. Und das wäre die 5. Oder angenommen. Hä? Oh, I forgot I have one more train. Okay. Let me know. So,
Was ist eigentlich Spoku? Spoku heißt... Cool. Ja. Der Pfad wäre eingestellt. Und hier mal wieder aufräumen. Retour. So, die nächsten. Komm. Mach. Wisst ihr was? Weil es ein Elki ist. Und war die allererste Weiche. Achso, das war die 22er Gruppe da. Ach nee, lass mal. 22 A, B und C, D. Warte mal, wenn ich C, D. Ja, nee. Lass mal. K noch. Warte mal, Signal K. Ja doch, K noch BB. Gut, wir warten. Macht er da? Du machst aktiv gar nichts. Okay, sehr gut. Ja gut, im schlimmsten Fall, wenn er losfährt, habe ich noch meinen Radio-Stop. Okay, liebe Leute, für euch ein kleiner Cut, wie es weitergeht. So, liebe Leute, Perzo ist jetzt frei. Ich habe eigentlich zwischendrin die Fahrstraße wieder aufgelöst, weil ich nicht wusste, ob er noch fahren darf. Perzo RW auf Bibi. So. Kann ich die Fahrstraße wieder neu machen? Von K aus. K auf Bibi, 22 A, B, C, D. 22 A, B, 23 C, D, glaube ich, war es. Fünf und sieben. So. Und Ausfahrt für Mr. Ungeduldig. So, R zu RW, er fährt. Abfahrt melden, jetzt fertig, weg ist er. Und weil das jetzt hier nicht funktioniert hat. So. Hoffentlich fährt er jetzt richtig. Bibi. Fahr nach Bibi, nochmal kontrollieren. Ja, passt. Fahren alle in diese Richtung. Lasst solche Leute. Okay, das heißt tschüss. Ich dachte, das heißt was anderes. Du kriegst keinen Daumen nach oben. Weg mit dir. Departed. Bau bitte bloß keinen Unfall. Oder bleib stehen. Mach das bitte nicht. Ein Problem weniger. So, dann warten wir, bis es zurückfällt. Hat es jetzt gemacht.
Und einmal abbauen. So. Einmal du. Und einmal. Achso. Jetzt erstmal RG wegnehmen. Bleibst du da oben? Gut. Fahrplan. 11.42, jetzt haben wir es 11.35. Muss also auch bald kommen. TMS, Dieselschleuder auf BB. Nach Lebnino, was offline ist. Sehr geil. Und ein TKI. Was zum... Ach, da will jemand was spawnen. Der Zugvogel. Okay. Aber warum schreibst du das in SWDR rein? Ja, gut. Nicht unser Problem. Also EB noch BB. Können wir mal wieder vorbereiten auf der FL. BB. A noch 1. A noch 1, RG1, RG3. RG1. RG3. Coole Sache. Wäre das gemacht. Und bei FL1 und der 1 auf BB, bei MBB. MTBB, weil eigentlich stimmt ja, das war ja nur 28. Zu M noch BB. Auch vorbereitet. Sehr gut. Ja dann, liebe Leute, würde ich sagen, gibt's einen kleinen Cut, bis es dann soweit ist, dass er dann da ist. Also ich würde sagen, wir sparen uns mal den SBDR-Teil. Wir sehen uns, wenn der Zug effektiv hier in der Station einfährt. Okay, liebe Leute, jetzt habe ich leider den Fall, dass ich wirklich mal einen Zug auf der falschen Seite habe. Der 559798 kommt hier rechts und 917026 kommt auf den normalen Gleis, beide schon blockiert. SZ habe ich schon vorbereitet, muss ihm dann geben, wenn es dann soweit ist. Ja, und A kann ich gerade nicht machen. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Wobei. Ne, ich lasse den nach oben fahren. Ah, vielleicht. Ja, ich hätte ihn eigentlich auf Gleis 2 einfahren lassen können. Ja. Wobei, ja, nee, lassen wir das mal mit Gleis. Oder doch nicht. Na, wir lassen das. Okay. SZ vom Route BB 1346. Interessant, dass es auf die 2 nicht geht. Oh, komm, bitte tauch auf. Sowas kann ich jetzt überhaupt nicht leiden. F350, komm, tauch auf. 0,6 Kilometer. Und er ist verfügt. Gut, der braucht man jetzt erstmal nicht stressen. Und wenn man den Güterzug, der auf der rechten Seite kommt, der verspätet ist, erstmal warten lassen. Weil beide müssen auf BB raus. Akku. 0,2 Kilometer noch. Komm.
85 Stundenkilometer schnell. Vitam, you will get SZ at or entry. Da ist er. Da ist das SZ-Signal. Müssen wir jetzt nur gut timen. Da. Gut, ich gebe mal SZ. Ich hoffe, das reicht. So, und für 917 kann ich schon mal anfragen. Es wird 3, 4, 9. 17026 Fragezeichen. Miss Lou. Na, wisst ihr was, wir warten noch. Müssen wir das mit SZ noch anschauen. Bitte geh nicht aus. Extra habe ich es ihm geschrieben. So, wunderbar. Okay, Thomas Loh. Geschrieben. Soll nicht stressen hier. So, da ist er drüber. Ja, okay. Ihr könnt das wieder zurücknehmen. Warum kann ich jetzt Barstrauße jetzt? So, jetzt. So, A auf 1. RG1, RG3. Stressen. So, FL1. Für den schnellen haben wir jetzt frei. Umislo JT auf Bibi. Umislo, wo ist es? Umislo JT. Da können wir trennen. Okay, und von 1 auf BB, also M nach BB. Ach, das habe ich ja schon.
Was machst du da? FL6CD. Habe ich ihm das jetzt zu früh weggenommen? Okay, 917 ist durch. Dann schreiben wir ihm das mal. Reported. Das ist ein langer Zug. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Letney, warte mal, was heißt das jetzt wieder? There's a lot to carry. Aber auch gesagt, schöne Zugkomposition. Oh, Mr. Stress. FL zurückbauen. Gut, wir gehen bei FL1 wieder rein. Und hier sagen wir, dass er da ist, aber warten muss. Wir haben jetzt auch die Maximallänge bei dem, hä? Wie lang bist denn du? 632 Meter. Los, weg mit dir. Da mal nach unten fürs Umstressen. Gut. Naja, mal zurückbauen. Und halt auch keinen Translator nutzen, ne? Wo ich ihm gesagt habe, dass er kurz warten muss. Mein Junge, du stehst auf Gleis 3. Und 3. Na Moment mal, stimmt gar nicht. Du stehst auf Gleis 4. 4 mit Signal L dann raus. L nach BBI. Da L, BB, 22 AB, 3 CD, RG 5 und RG 7. Alles klar. Wart mal, bis der weg ist. Und dann geht's weiter. Ich würde sagen, so wie ich dann die Freigabe für den 559 habe, sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir die Fahrstraße. So, da ist gar nicht viel Zeit vergangen. Leptino hat freigegeben. Von 4, sprich L noch BB. L nach BB, 22 AB und CD. Just setting. 22 AB, CD, jetzt hat er mir aus dem Kontext gebracht. RG 5 und RG 7. RG 7 und RG 5. Und dann war's das. 20 AB, 23 CD. Ah.
war falsch. Passt jetzt. Und er geht auf. Ausfahrt für den jungen Herrn. Oha, da kommen Züge. So, die Bodit. Die Mello machen. Die Bodit. Have a good trip, mein Junge. Das ist aber das falsche Dichter. Ja, gut. Die nächsten Züge 12:19. Sorry fürs Motorrad. 12:41, 13:04. Ja. Okay. Ich würde sagen, liebe Leute, für das Video ist es erstmal gewesen. Ich glaube, ich mache hier nochmal einen Livestream. Jetzt gut was los ein bisschen. Aber für euch war es jetzt mal ein kleiner Einblick, wie VDEVO so funktioniert. Wie das hier so aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet doch Kanalmitglied. Da seht ihr noch viele Folgen im Vorhinein schon. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.